Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde auf unserem Kanal vom No Heroes Cup. Hier ist Runde 6. Wir sind auch schon mitten im Spiel. Wir haben hier Justus Kid gegen Zorro. An dieser Stelle Turn Zero schon bei beiden vorbei. Beide nichts gespielt. Also es geht hier sehr schnell und sehr heiß her. Kid hat angefangen. Kid greift direkt an in seiner ersten Runde, wo er angreifen darf. Und Schaden mitgenommen, auch an Zorro Stelle und dann wiederum auch bei Zorro auf Kid und es ist schon wieder Pass Turn, also es ist wirklich unglaublich schnell, was ich aber sehr gut finde. Robin wird gerestet, alles mit Neko und mit 8K auf Robin, da wird auf jeden Fall nicht drüber gecountert, sehr stark gespielt. Beide noch wenig Sport, wieder Pass Turn, sehr schnell, also finde ich super gespielt. Dann Zorro mit 5 diesmal, Schaden mitgenommen. Dann Zorro gelegt, wieder mit 5. Da muss er jetzt investieren. Dann wird hier noch eine Karte gespielt. Ich weiß selber gar nicht, was die kann. Muss ich mir später mal anschauen. Sorry an dieser Stelle. Dann mit 5 auf Zorro, auf die Character Card. Es wird drüber gecountert. Er will, dass er lebt. Nochmal mit 5. Ich weiß nicht, ob das gut ist, hier nochmal mehr Handkarten zu investieren. Noch ein 2K-Counter. Okay. Dann wird hier nochmal ein Leader-Swing gemacht. Und Zorro ist weg. Mit 7K. Auf den Zorro. Ja, also sehr viel investiert an Handkarten vom Zorro-Spieler. Jetzt wird hier ein Brook gelegt. Brook legt 2 Karten unter die Battle-Karte. Es wird geswungen. Neko stirbt. Zorro kann auch im nächsten Turn gut Druck machen mit Brook, auch als Angreifer nutzen, als Aggressor. Hier wird noch ein Zorro gelegt, dann mit 7, weil der Leader-Effekt aktiv ist von Zorro, braucht er nur eine Dorn drunter. Mit 7 auf den Kid-Leader, er geht auf ein Leben. Das geht hier sehr stark und sehr schnell. Wir sind hier schon weit fortgeschritten. Dann wird die erste Battle-Karte removed. Hier wird überlegt, ob ein Blocker gespielt werden soll. Aber was natürlich hat er das Leben die ganze Zeit genommen, der Kid-Spieler, aber er hat auch sehr viele Handkarten. Das darf man hier an dieser Stelle nicht vergessen. Bonnie wird gespielt, dann wird was gesearched. Dann nimmt er den X-Drake. X-Drake wird auch direkt gespielt. Zorro wird zerstört. Dann Killer, der Blocker auf dem Feld. Bonnie wird jetzt wahrscheinlich dran glauben müssen. Zorro mit 10 Don. Hier Custom Dons haben wir erlaubt in diesem Turnier. Damit fehlt unser Zorro-Spieler sich sehr wohl. Dann wird hier auf die Bonnie geswungen mit Brook. Brook stirbt. Der gute Marcel mit seinem mit seinen Girls auf den Don. Ja, ist auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit. Hier wird geblockt. Dann wird Uta gespielt, wahrscheinlich Zorro auf die Hand genommen. Das würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall machen. Er überlegt, aber vielleicht braucht er auch was Defensives. Ja, Zorro. Er bleibt bei den Aggressionen. Mit 6 auf Leader. Es wird drüber gegangen. Und Pass Turn. Jetzt ist hier an dieser Stelle, es sind theoretisch 2 Leader Swings und ein X-Drake Swing. Natürlich kann da auch noch mehr kommen.
oder ganz anders gespielt werden, Board aufgebaut werden. Zoro wird erstmal zerstört. Zoro hat halt sehr viele Handkarten early verloren. Ich glaube, er hat nur noch 3 auf der Hand. Dann wird hier, oh, hier wird richtig, richtig hart, harte Geschütze aufgefahren. Es ist hier der 7-Cost-Kit plus der Killer. Eine Dorn drunter, er zieht sogar eine, wenn er blockt. Es wird hier geblockt, der 5K-Swing, dann kommt ein Ruffy. Mit 9K dann, nee, okay. Dann noch eine Otama, um Minus-Power zu geben. Unblockbar der Angriff. Er ist jetzt bei 5, Ruffy ist bei 9, jetzt ist er bei 10. Ja, und der ist weg, der 8, der 7-Cross-Kit. Stark gespielt von Marcel. Also sehr, sehr stark hier an dieser Stelle. Gefällt mir. Auch da mit der Uta zu arbeiten. Otama, sorry. Otama. Die Uta ist jetzt zerstört worden. Leichte Irritation. Uta und Otama auf dem Feld. Okiku auf dem Feld und Killer. Okay. Auch wieder sehr, sehr stark aufgebaut. Also Okiku kann sehr nervig werden. Zoro immer noch mit sehr wenig Handkarten. Das ist halt die Schwäche von Zoro. Die Ressourcen können irgendwann... die Ressourcen gehen im Late Game, werden immer, immer weniger, weil halt viel, viel Druck gemacht wird. Und dieser Druck wird dann versucht man meistens zu nehmen, indem man auf die Battlekarten swingt und nicht auf das Leben geht. Dann geht langsam die Power aus dem Zoro-Deck. Dennoch ist Zoro trotzdem sehr, sehr gefährlich. Hier wird geblockt, gezogen, dann kommt noch ein Zoro, jetzt nur noch eine Karte in der Hand. Mit 7 auf Leader. Den Schaden nimmt er. Was aber auch sehr, sehr gefährlich ist, weil wenn dann noch ein Ruffy kommt, unblockbar, dann ist hier Game. Lässt er die Otama in Active Mode oder greift er an? Er greift an. Er war sich da, glaube ich, auch noch nicht so sicher, ob er das machen soll. Weil er hat da ganz, ganz langsam die Pistole gezückt, würde ich mal sagen. Dann nochmal mit Lila den Dual Attack rausgehauen. 3 Dorn offen, gepasst. Wahrscheinlich hat er da, falls dann Ruffy kommt, noch einen Punk Gibson und einen Waterfall in der Hand. Oder es kann auch nur ein Bait sein. Aber er will auf jeden Fall zeigen, selbst wenn du ein Ruffy legst, ich werde darauf antworten. Er hat keinen Blocker auf dem Feld. Also Zoro kann da auch echt alles investieren und einfach angreifen. Das macht der Zoro-Spieler auch. Da braucht er nicht mal einen Ruffy auf dem Feld zu kommen. Da kommt ein Punk Gibson, dann kommt Waterfall und dann ist Game an dieser Stelle. Sehe ich das richtig? Das ist Game, aber... Ja, es ist Game. Ja, GG an Zoro. Sehr stark gespielt. Es war ein sehr schnelles Match. Beide sehr schnell gespielt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.